Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 56, Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend 19 Jahre CDU in Hessen steht für steigende Mieten und Wohnungsmangel in Stadt und Land, Drucksache 19/6552, zusammen mit Tagesordnungspunkt 55, Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend gemeinsam mit der Nassauischen Heimstätte für mehr bezahlbaren Wohnraum, Drucksache 19/6551. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erstes spricht Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 19 Jahre CDU steht für steigende Mieten und Wohnungsmangel in Stadt und Land. Und weil das so ist, will ich gerne einmal mit der Bilanz von 19 Jahren Christdemokratie in Hessen beginnen, auch um sozusagen die Bilanz Ihrer Zeit in den Vordergrund zu stellen, damit wir wissen, über was wir reden. Jedes Jahr werden 37.000 Wohnungen tatsächlich in Hessen zusätzlich gebraucht. Gebaut wurden nur 20.000 in den letzten Jahren, was bedeutet ein Delta von 17.000 Wohnungen. Aus öffentlicher Förderung sind im vergangenen Jahr lediglich 582 Mietwohnungen mit Landesmitteln gefördert worden. Die Zahl der Sozialwohnungen ist seit Amtsantritt der Regierung Bouffier und Koch von über 183.000 auf knapp 85.000 Wohnungen gesunken und hat sich damit mehr als halbiert. Das Angebot nimmt, seitdem Sie regieren, kontinuierlich ab. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und die Wohnraumknappheit steigt stetig. Die Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften, die Sie in den letzten 19 Jahren vorangetrieben haben, allen voran der Verkauf der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, hat diese Situation deutlich verschärft. Wir konnten vor 4,5 Jahren durch den erbitterten Widerstand der Mieterräte, der Mieterinnen und Mieter, der Gewerkschaften, des Mieterverbundes, der Sozialverbände und der damaligen Oppositionsfraktionen von Bündnis 90 die Grünen, von der LINKEN und auch von uns verhindern, dass sie die Nassauische Heimstätte auch noch einmal verscherbeln. Zur Wahrheit gehört auch, dass inzwischen im Rahmen der Wohnstadt der Verkauf von weiteren 4.000 Wohnungen, also die Privatisierung von 4.000 Wohneinheiten, in Vorbereitung ist. Die Mietpreisbremse für den privaten Wohnungsmarkt ist vor dem Landgericht in Frankfurt gekippt worden, weil sie schlicht und einfach handwerklich unsauber gearbeitet haben. Und die Mietpreisbremse bei der Nassauischen Heimstätte haben Sie so lange verhindert, bis der Druck insbesondere von vor Ort, auch durch den Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt und den anhaltenden Druck der Mieterverbände, der Sozialverbände, der Gewerkschaften so hoch war, dass Sie mit Blick auf die zunehmende Bedeutung dieses Themas vor der anstehenden Landtagswahl jetzt dem Druck nachgegeben haben und halbe Sachen auf den Weg gebracht haben, indem Sie eine einkommensbezogene Mietpreisbremse für einen Teil der Wohnung bei der Nassauischen Heimstätte vorgetragen haben. Ich sage Ihnen, wir haben keine Lust mehr auf halbe Sachen. Die Antwort auf den Wohnungsraum. Die Antwort auf die Wohnraumnot ist bauen, bauen, bauen. Und Fakt ist auch, dass Sie außer Sonntagsreden wenig zu liefern haben. Schwarz-Grün ist letztlich eine Allianz gegen bezahlbares Wohnungen. Das Polizeipräsidium in Frankfurt steht stilbildend für das, wie Sie sich in den letzten Jahren aufgestellt haben. Es war Ihnen wichtig, ja, im Landeshaushalt große Einnahmen zu generieren, anstatt Landesflächen großzügig und günstig so anzubieten, damit bezahlbarer Wohnraum für Normalmieter entstehen kann. Gleichzeitig fordern Sie die Kommunen auf, genau das zu tun. Ich sage Ihnen, eine solche Politik ist nicht nur halbherzig, sondern sie ist im Kern verlogen. Die Wohnungsbauministerin hat jetzt erklärt, dass sie gegen eine 40-%-Quote bei gefördertem Wohnraum ist. Der Mieterbund hat darauf hingewiesen, dass die halbherzigen Hilferufe der Landesregierung mit Blick auf die Flächenversorgung für und die Bereitstellung von Landesflächen mit Blick auf die Aufrufe in Richtung der Kommunen nicht in Ordnung sei und dass die Ministerin offensichtlich auch nicht verstanden hat, dass die 40% geförderte Wohnraumquote eben nicht bedeutet, dass das alleine Sozialwohnungen sind, sondern dass es um eine vernünftige Durchmischung geht.
Aber auch das ist klar. Sie haben an der Stelle eben kein Verhältnis zu Themen des bezahlbaren Wohnraums. Das wundert auch nicht, weil Sie es 19 Jahre ignoriert haben. Und wer es 19 Jahre ignoriert hat, ehrlich gesagt, der kann auch niemandem belegen, dass er es in den nächsten 21. Jahr wirklich ändern will. Hinzu kommt jetzt, und ich freue mich jetzt schon auf den Zwischenruf von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, dass das Regierungslage jetzt versucht, die Mindestabstände im Landesentwicklungsplan mit Blick auf die erforderlichen Stadtteile in Frankfurt so auszulegen, dass mit dem 400-Meter-Abstand ohne Einzelfallprüfung, ohne Abwägungsprüfung dazu führen wird, dass Neubauten in Frankfurt deutlich schwieriger werden. Wir wissen um die Problematik des Themas. Aber deswegen wäre es wichtig gewesen, im Landesentwicklungsplan, so wie es die IHKs und der Mieterbund gemeinsam von Ihnen erwarten, eine Einzelfallabwägung vornehmen zu können, damit Stromtrassen in Frankfurt nicht zu einem Verhinderungsmoment werden. Herr Wagner, Sie haben die Briefe auch bekommen, und die Hinweise waren ziemlich eindeutig. Allerdings die Spitze dessen, was jetzt auf Regierungsseite passiert, ist das, was in fast Apo-Manier von Herrn Banzer organisiert wird. Es wird jetzt angekündigt, einen Sternmarsch gegen einen neuen Stadtteil und bezahlbare Wohnungen in Frankfurt zu organisieren. Jürgen Banzer erklärt, dass man jetzt Demonstrationen organisieren will, dafür, dass Planungen, die in Frankfurt auf den Weg gebracht wurden, vor dem Hintergrund der Wohnungsnot und dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, dass man jetzt einen Sternmarsch organisieren will, um das am Ende zu verhindern. Dass Sie sich an die Spitze derer stellen, die jetzt demonstrieren, dass bezahlbarer Wohnraum steht, das ist wirklich der Treppenwitz von 19 Jahren Ignoranz gegenüber diesem Thema. Und ich zitiere ja selten. Ich zitiere ja selten, Herr Banzer, die FAZ in diesem Raum, weil normalerweise steht ja in politisch-inhaltlichen Fragen eher bei Ihnen. Aber was Matthias Alexander dieser Tage dazu kommentiert hat, ist so brillant und bringt es so derartig auf den Punkt, dass ich es Ihnen gerne heute noch einmal hier in voller Länge vortragen möchte. Die Vergrünung der CDU schreitet unaufhaltsam voran. Jetzt rufen führende Politiker der Union aus Umlandgemeinden schon zu einem Sternmarsch nach Frankfurt auf, um gegen ein geplantes Neubaugebiet zu protestieren. Wenn das so weitergeht, werden sich die vom früheren Landesminister und Landrat Jürgen Banzer angeführten Christdemokraten demnächst zu Sitzblockaden vor dem Frankfurter Römer versammeln, wenn dort über Planungsvorhaben diskutiert wird. Die CDU Bad Homburg ist natürlich auch dabei. Wohlmeinende könnten sagen, dass ihre Haltung nur konsequent sei. Schließlich hat der von ihr gestellte Oberbürgermeister Alexander Hettjes vor einigen Wochen klargestellt, dass auch auf Feldern im Süden der Champagnerluftstadt kein Wohn- und Gewerbegebiet entstehen werde, und das, bevor seine Mitbürger in der geplanten öffentlichen Debatte über das Stadtentwicklungskonzept Stellung nehmen konnten. Hinter der plötzlich entdeckten Sorge um Kaltluftschneizen, Landschaftsbild und Versorgung mit regionalen Produkten steckt der nackte Egoismus. In der Kurstadt und ihrer unmittelbaren Umgebung soll alles so bleiben, wie es ist. Die positiven Auswirkungen, die die Prosperität der Rhein-Main-Region mit sich bringt, nimmt man gerne mit. Die damit verbundenen Belastungen in Form von Neubaugebieten sollen dagegen andere schultern. Und mit dem Nachbarn im Süden von Oberursel über Steinbach bis Eschborn ließ sich schnell eine Koalition der Unwilligen schmieden. Die CDU Frankfurt, auch das gehört zur Wahrheit, wird sich über das Vorgehen der Parteifreunde aus dem reichen Taunus nicht beschweren dürfen. War es doch Ihr Landtagsabgeordneter und Landesminister Boris Rhein, der im Jahr 2014 in einer Bräunkesheimer Kleingartenkolonie einen Apfelbaum pflanzte, um damit gegen ein Neubauvorhaben an dieser Stelle zu protestieren. Zwei Jahre später wiederholt die CDU diesen symbolischen Akt auf dem Pfingstberg im Norden des Stadtgebietes, wo die Frankfurter SPD ein Neubaugebiet errichten wollte. Noch ein paar Apfelbäume der Sorte Egoismus mehr, und man wird in wenigen Jahren einen Apfelwein namens St. Florian keltern können. Er wird manchem noch sauer aufstoßen. Herr Alexander hat ausdrücklich recht, Herr Banzer. Ihre Bilanz, Spekulationen durch das Land, Stimmungsmache und Falschinformationen statt Bauoffensive Schwarz-Grün ist und bleibt eine Allianz gegen bezahlbares Wohnen. Und weil das so ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, gefährden Sie auch den sozialen Zusammenhalt in der Region.
weil diejenigen, die die Zeche dafür zahlen, sind am Ende nicht diejenigen, die von Transfereinkommen leben oder die, die in Bad Homburg und anderswo sich höchste Mieten leisten können, sondern den Preis für diese Ignoranz der letzten 19 Jahre zahlen vor allem diejenigen Familien, die jeden Tag hart arbeiten gehen, aber kein Reichtum nach Hause bringen, die jungen Berufseinsteiger, normale Einkommen und Menschen, die eben im Erwerbsleben gutes Geld verdienen, aber bei der Rente am Ende Abstriche machen müssen. Deswegen brauchen wir eine Offensive für den öffentlichen Wohnungsbau. Darauf haben wir hier wiederholt hingewiesen. Ich will das am Ende noch einmal sagen. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen in den letzten 5 Jahren hier immer und immer wieder eingebracht. Einen einzigen Punkt haben Sie mit aufgenommen bei dem Thema Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte. Ich sage Ihnen, das Thema wird, weil es die soziale Frage der nächsten Jahrzehnte ist, ein zentrales Thema bleiben und werden für die Landtagswahl am 28. Oktober, weil wir Korrekturen in der Wohnungsbaupolitik, und zwar der öffentlichen Wohnungsbaupolitik, brauchen, die vor allem darauf setzt, dass wir Wohnungen bauen, bauen und nochmals bauen. Da haben Sie in den letzten 19 Jahren schlicht und einfach versagt. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch auf den Beitrag konnte ich mich ganz gut vorbereiten, weil Herr Schäfer-Gümbel hier eben, ich glaube, fast 1:1 die Parteitagsrede wiederholt hat. Das konnte man in der Zeitung lesen. Und, sehr geehrter Herr Kollege Schäfer-Gümbel, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich glaube, wir sollten schon einmal ein bisschen sortieren und zunächst einmal feststellen, wir haben heute Morgen über die finanzielle Situation des Landes gesprochen, zunächst einmal feststellen, dass diese Landesregierung, getragen von CDU und GRÜNEN, 1,7 Milliarden € in den sozialen Wohnungsbau steckt. Das sind 15.000 Wohnungen, das sind 15.000 Wohnungen für 50.000 Menschen. Ich komme gleich noch einmal auf die Allianz bzw. auf die Baulandoffensive zu sprechen. Aber ich will zunächst einmal eines feststellen, Herr Schäfer-Gümbel, und da haben wir möglicherweise eine etwas unterschiedliche Auffassung. Der Staat wird das Problem nicht lösen. Er kann dabei helfen, das Problem zu lösen. Und die Zahlen kennt ja so gut wie niemand. Erste Feststellung. Wir haben in Hessen, seitdem wir die Regierungsverantwortung haben, einen Zuwachs an Wohnungen von 300.000. Es waren 2,7 Millionen, jetzt sind wir bei 3 Millionen Wohnungen. Ein Zuwachs von 300.000 Wohnungen. Wir sind, das haben Sie zu Recht angesprochen, Herr Schäfer-Gümbel, was die Zahl der Sozialwohnungen anbelangt, jetzt bei 3,5 bis 4% von 100 Wohnungen sind 3 oder 3,5 oder 4 Wohnungen Sozialwohnungen. Und damit liegen wir genau im Schnitt, teilweise noch besser als andere Bundesländer. Ich könnte Nordrhein-Westfalen nennen, ich könnte aber auch Brandenburg nennen, ich könnte Bremen nennen und andere mehr. Wir liegen in einem bundesweiten Schnitt. Und übrigens, ein Teil der Erklärung ist natürlich auch der, dass wir mehr Menschen haben, die sich Wohnungen auf dem nicht geförderten Wohnungsmarkt leisten können. Wir reden ja nicht nur über Ballungsräume, sondern wir reden auch über ländlichere Strukturen. Und noch einmal, diese Zahlen belegen doch eindeutig, wenn 97% der Wohnungen in diesem Lande privat finanziert sind, wo wir den Schwerpunkt unserer Aktivitäten legen müssen. Und dann haben Sie auf Ihrem Landesparteitag erklärt, Sie wollen 100.000 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Also spontan kam mir der Gedanke, in welchem Portfolio Sie die haben. Aber vielleicht erklären Sie das bei anderer Gelegenheit. Das sind 10 Hektar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will nur einmal die Größenordnung nennen, über die wir allein im Rhein-Main-Gebiet reden. Dort haben wir im Planungsverband verabredet im Flächennutzungsplan mit den Kommunen dort eine Größenordnung von 2.300 Hektar. 10 Hektar, das ist der große Wurf auf dem Parteitag der SPD von Herrn Schäfer-Gümbel gewesen, zur Verfügung stehen 2.300 Hektar in der Region. Davon werden 300 Hektar zurzeit, ich komme nur zu Zirka-Zahlen, 300 Hektar erschlossen, also werden baureif gemacht. Das ist entschieden zu wenig. Und auch den Hinweis auf den Kollegen Banzer und den Sternmarsch will ich natürlich aufgreifen. Ja, wir können, ich glaube, beide Parteien, alle Parteien, die hier sitzen, und müssen mit unseren Kommunen sprechen und mit den Vertretern auf der kommunalen Ebene sprechen. Denn ich könnte Ihnen eine ganze Reihe, Herr Schäfer-Gümbel, ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von SPD-geführten Kommunen, wo SPD-Bürgermeister ihren Job nicht machen in der Hinsicht.
nennen. Ich könnte ihn Rottgau nennen, ich könnte ihn Schöneck nennen, ich könnte ihn Butzbach nennen, ich könnte ihn Hanau nennen, ich könnte Offenbach sagen und sagen, wo Sie hinkamen, Herr Merz, wo Sie hinschauen, haben Sie bei Veränderungen zunächst einmal eine massive Beteiligung der kommunalen Ebene. Das finde ich gut, aber es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass daraus eine konstruktive Beteiligung bei der Lösung des Gesamtproblems wird. Jetzt haben Sie die Nassauische Heimstätte angesprochen. Ich würde schon noch gerne auf zwei, drei Dinge eingehen, die Sie angesprochen haben. Wir haben erklärt, wir wollen, dass die Mieten dort für die mittleren Einkommen, die dort Menschen, die dort mit mittlerem Einkommen wohnen, um 1% für die nächsten 5 Jahre höchstens steigen. Es kann ja sein, dass sie gar nicht steigen. Sie sagen, für alle. Da sage ich, um es plastisch zu formulieren, der Banker, der in der Wohnung der Nassauischen Heimstätte wohnt, braucht aus unserer Sicht keine Mietdeckelung. So, das sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ich finde, das kann man aussprechen. Und ich glaube nach wie vor, dass wir diejenigen sind, die dort sehr viel betriebswirtschaftlich auch sehr viel konkreter und vernünftiger denken als Sozialdemokraten wie Herr Feldmann, der dann sagt, eigentlich Freibier für alle, völlig unabhängig des Einkommens. Wir entziehen doch damit dem Unternehmen Geld, das das Unternehmen wiederum braucht, um neue Wohnungen zu bauen. Also ich glaube, da sind wir sehr viel näher an den Bedarfen dieses Marktes. Und Karin Wolf hat es mir gerade noch einmal gegeben. Wir reden bei der Nassauischen Heimstätte über 5,71 € Mieten im Landesschnitt. 5,71 €. Ich glaube, das ist eine vertretbare und bezahlbare Miete, liegt übrigens deutlich unter der der ABG, über die hier so häufig gesprochen wird, und lässt es zu, dass die meisten Menschen sich diese Wohnungen leisten können. Und wenn Sie jetzt schon wieder hier die Chimäre davon anführen, dass dort massenweise Wohnungen verkauft werden. Ja, selbstverständlich verkauft eine Wohnungsbaugesellschaft mit 40.000, 50.000, 60.000 Wohnungen auch mal Wohnungen. Und zwar tut sie das dort, übrigens mit Zustimmung des Aufsichtsratsmitglieds Peter Feldmann, Oberbürgermeister der SPD in Frankfurt. Ja, weiß ich nicht, der Aufsichtsrat, ja, gerne, machen wir es, mache ich sofort. Also zumindest mal unterstelle ich das, denn ich habe von ihm nicht gehört. Darf ich zu Ende? Ja, dann kann ich gleich noch etwas zu Aufsichtsratstätigkeiten von Herrn Feldmann sagen. Möglicherweise war er ja wie bei der Fraport mal wieder nicht da, Herr Schäfer-Gümbel, Ihr Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Auf jeden Fall ist in diesem Aufsichtsrat mehrheitlich beschlossen worden, dass man Wohnungen dort verkauft, wo sie teilweise sogar leer stehen und es möglicherweise Interessenten gibt, leerstehende Wohnungen im Vogelsberg oder im Werra-Meißner-Kreis zu kaufen. Ich kann nicht erkennen, dass das ein Problem sein soll. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir haben sogar die Nassauische Heimstätte verkauft sogar Reihenhäuser in Frankfurt-Westhausen. Die verkauft sogar Reihenhäuser in Frankfurt-Westhausen. Es sind, glaube ich, 327. Da schreien Sie wahrscheinlich wieder Skandal. Da sage ich, warum denn nicht? Wenn dann nämlich Bestandsmieter in diesen Reihenhäusern sagen, ich möchte das gerne kaufen angesichts des aktuell niedrigen Zinssatzes, ja, dann lassen wir die das doch tun. Und die, die es nicht tun, Herr Krombach, und die, die es nicht tun, bleiben dort wohnen und bleiben Mieter der Nassauischen Heimstätte. Wo ist denn da bitte schön das Problem? Das ist doch abenteuerlich. Ich bleibe dabei. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, das ist der wesentliche Punkt, bezahlbaren Wohnraum finden. Und dazu hat die Nassauische Heimstätte, wie ich finde, einen wichtigen Beitrag geleistet und die Entscheidung der Landesregierung. Und übrigens auch das noch mit einer Nebenbemerkung. Wir verzichten deshalb auf Dividende des Landes Hessen. Da warte ich auf die Entscheidung der Stadt Frankfurt am Main, die das größte Problem in dem Zusammenhang hat. Wir glauben als Union, und das sehen Sie auch übrigens ja Gott sei Dank im Koalitionsvertrag im Bund, wo Sie mit dabei sind, dass die Eigentumsbildung ein wichtiger Punkt ist, um Menschen auf Dauer in diesen Gebäuden und Wohnungen zu belassen, gleichzeitig ihnen damit eine ordentliche Altersvorsorge zu schaffen. Es gibt nichts Besseres, als am Ende im eigenen Mietraum zu wohnen, ohne Miete, im eigenen Haus zu wohnen, ohne Miete zahlen zu müssen, wenn es um die Alterssicherung geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich will als Letztes sagen, und da bleibe ich dabei, ich habe noch zwei kurze Punkte, wenn es die Zeit hergibt. Erstens. Ja, wir müssen ernsthaft darüber reden, dass Wohnen und Bauen teurer geworden ist, massiv teurer geworden ist, durch Dinge, die man immer wollen wird, müssen und sollen, nämlich Brandschutz, behindertengerechte Wohnungen, energiegünstige Wohnungen und. Wir haben uns selbst das Leben schwerer gemacht, aber sehenden Auges. Und das müssen wir ja mal ehrlich sagen und nicht einfach so erklären, es wird immer teurer, blöd. Wir sind selber verantwortlich, dass es so ist. Und darüber müssen wir reden. Das passiert in den Arbeitsrunden, die die Ministerin dort dazu geschaffen hat, dass man über die Prioritätensetzung
intensiv diskutiert und am Ende wieder vielleicht zu vernünftigen, moderaten Preisentwicklungen dort kommt. Und zweitens und letzter Punkt. Wir müssen vor allem dazu kommen, und Herr Schäfer-Gümbel, den Satz unterstreiche ich und den toppe ich sogar noch. Bauen, 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 sagen Sie. Ich sage bauen, 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 bauen. Wir sind gar nicht auseinander. Nein, wir sind nicht auseinander. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Flächen haben, und wir reden jetzt noch einmal über das Rhein-Main-Gebiet, die erschlossen werden, die gemeinsam in der kommunalen Familie als solche ausgewiesen sind, die jetzt nur realisiert werden müssen. Und da bin ich ja bei Ihnen, das habe ich auch auf anderer Stelle auf unserem Parteitag gesagt. Ja, wir brauchen mehr Solidarität, da bin ich doch bei Ihnen, in unserer Metropolregion wie in unserer Gesellschaft insgesamt. Und es wäre schon schön, wenn nicht gleich die erste Bürgerinitiative um die Ecke kommt. Aber ich möchte dem Bürgermeister, dem CDU-Kommunalpolitiker, dem SPD-Kommunalpolitiker gerne dabei helfen, dass er noch bessere Argumente hat, dass er Bauland erschließt, beispielsweise indem wir darüber reden. Und dazu werden wir verabschieden ja gerade unsere Wahlprogramme für die nächste Legislaturperiode, sehr dezidierte Vorschläge machen, die wir gerade in der Partei diskutieren. Ich möchte, dass ein Bürgermeister nicht erst einmal das Argument hat, wenn ich erschließe, kostet das Geld, ich habe noch keinen, der da wohnt, ich muss die Kita bauen, ich muss Grundschule bauen und weiß der Teufel, was alles an Leistungen vorhalten. Und 5, 8, 10 Jahre später kommen dann die Einwohner, die mir auch ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Ich möchte, dass wir diesen Einwohner möglicherweise früher schon incentivieren und sagen, wir tun jetzt einfach einmal so, als wohnten die schon in der Kommune. Dann kann der Bürgermeister vor seine Wähler treten oder vor seine Gemeinde treten und sagen, übrigens, wir haben auch etwas davon, wenn wir hier Wohnraum schaffen und dafür sorgen, dass die Menschen auch und gerade in der Rhein-Main-Region zu einigermaßen vertretbaren Preisen wohnen können. Meine 7 Kolleginnen und Kollegen, in dieser Frage werden wir uns gerne im Landtagswahlkampf auseinandersetzen, und wir werden es gerne festmachen an dem, was Sie eben kritisiert haben bei der Nassauischen Heimstätte. Die SPD, um es überspitzt zu sagen, und in Wahlkämpfen darf man nur zuspitzen, die SPD will, dass bei der Nassauischen Heimstätte auch der Bankenvorstand der Kreissparkasse oder der Stadtsparkasse oder der Sparkasse X von einer Mietdeckelung profitiert. Das würde ich dem auch gern gönnen. Ich finde, man muss nur die unterstützen, die es wirklich brauchen, und das sind die mit mittleren Einkünften. Darüber können wir gerne mit Ihnen streiten. Auf diese Auseinandersetzung freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 1999 regiert in Hessen alleine oder mit wechselnden Partnern, zunächst mit der FDP, seit 2014 mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in Hessen. Die Menschen, die CDU, habe ich doch gesagt. Nee, hast recht. Also noch einmal. Seit 1999, das sollten alle wissen, regiert in Hessen alleine oder mit wechselnden Partnern, zunächst mit der FDP, seit 2040 mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. 14 mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in Hessen. So. Hat es jetzt jeder verstanden? Danke, Herr Staatssekretär. Die Menschen im Ballungsraum Rhein-Main, aber auch in den hessischen Hochschulstandorten bemerken dies vor allem an der Verringerung von bezahlbarem Wohnraum und explodierenden Mieten. Alleine an den Bestandszahlen des sozialen Wohnungsbaus in Hessen lässt sich dies äußerst anschaulich belegen. Kollege Schäfer-Gümbel hat schon darauf hingewiesen. Ich habe in meiner Kleinen Anfrage vom 24. Mai 2012 seinerzeit nach dem Bestand von Sozialwohnungen in Hessen zum 31. Dezember 1999 gefragt. Demnach waren zu diesem Datum in Hessen 177.545 Sozialwohnungen vorhanden. Zum 31.12.2017 existierten davon nur noch knapp 85.000. Die verschiedenen CDU-geführten Landesregierungen in Hessen haben es also in 18 Jahren geschafft, den Bestand an sozialen, also für Menschen mit niedrigem Einkommen bezahlbaren Wohnraum, mehr als zu halbieren.
Besonders dramatisch hierbei sind die Zahlen der letzten 4 Jahre. Obwohl die verantwortliche Umwelt- und Landwirtschaftsministerin ständig neue propagandistische Ankündigungen in Sachen Wohnungspolitik macht, sind seit dem Beginn der schwarz-grünen Landesregierung fast 30.000 Sozialwohnungen verloren gegangen. Fast 30.000. Alleine die Zahl der offiziell registrierten anspruchsberechtigten Haushalte, die derzeit nicht mit dem entsprechenden Wohnraum versorgt werden können, liegt Ende 2017 bei über 51.000 Haushalten. 2010 waren dies übrigens noch 40.662, also erheblich weniger. Dabei ist die Dunkelziffer der Anspruchsberechtigten weitaus größer. So haben laut dem Wohnungsdezernenten der Stadt Frankfurt, Mike Josef, in Frankfurt 47% der Haushalte ein Einkommen, das sie berechtigen würde, eine geförderte Wohnung zu erhalten. Im gesamten Jahr 2017 wurden in Hessen lediglich 582 neue Sozialwohnungen gebaut. Hinzu kommen noch sage und schreibe 69 Studierendenwohnungen, die in ganz Hessen also neu errichtet wurden. 69. Insgesamt wurden damit in der bisherigen Regierungszeit unter Schwarz-Grün gerade einmal 1.643 Wohnungen in Hessen errichtet. Bauen, 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 hat Herr Boddenberg gesagt. Da frage ich, wo bleibt das denn, Herr Boddenberg? Es reicht doch nicht aus, in Ihrem Beitrag sich im Wesentlichen auf die Nassauische Heimstätte zu beziehen. Die Frage des Wohnungsbaus, die Frage des kommunalen Wohnungsbaus, die Frage des sozialen Wohnungsbaus ist viel komplexer, als dass man das an einer einzigen Wohnungsbaugesellschaft deutlich macht. Und das zeigt mir sozusagen die Regierungspolitik, die viel zu flach, und nicht in die Tiefe gehende Kenntnisse hat, um dieses wichtige zentrale Problem überhaupt anzugehen, geschweige denn zu lösen. Meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen bereits in der letzten Plenarwoche dargelegt, dass selbst in der gesamten Regierungszeit von Schwarz-Gelb doppelt so viele Sozialwohnungen neu gebaut wurden als zu Zeiten der angeblichen Wohnrauminitiative mit dem sogenannten Masterplan Wohnen dieser Landesregierung. Frau Ministerin, selbst um die auch damals viel zu niedrigen Neubauzahlen der Vorgängerregierung überhaupt noch erreichen zu können, müssten bis Jahresende in Hessen noch 1.821 Sozialwohnungen gebaut sein, also zusammen mehr als in Ihrer bisherigen 4-jährigen Regierungszeit. Das sind die Zahlen, und die sind klar und entlarvend. Und selbst dann würde ich Ihnen empfehlen, eher in Scham zu versinken, als Ihre Ankündigungspolitik weiter fortzusetzen. Ja, es gibt viele unterschiedliche Programme zur Wohnungspolitik. Was uns dabei aber fehlt, ist eine große Linie, ist eine Schwerpunktsetzung auf den sozialen Wohnungsbau. Wer alles machen will, macht letztlich nichts richtig. Und das ist die Politik der Landesregierung. Nie war die Situation am Wohnungsmarkt so katastrophal schlecht wie heute. Dies zeichnet sich durch eine halbherzige und in weiten Teilen handwerklich unsaubere Wohnungspolitik aus. Angefangen beim Wohnraumförderungsgesetz, das von Schwarz-Gelb 2012 erheblich verschlechtert und durch Schwarz-Grün 2014 nur halbherzig korrigiert wurde, geht es über eine sozial unausgewogene Fehlbelegungsabgabe, die viel zu früh ansetzt und endet, bislang bei einer bis zum Frankfurter Landgericht für unwirksam befundenen Mietbegrenzungsverordnung. Wir hatten darüber auch jüngst hier schon diskutiert. Es bleibt festzustellen, dass wegen eines Formfehlers im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, den die Ministerin nicht einzugestehen bereit ist, weiterhin Mieterinnen und Mieter in Frankfurt nicht erfolgreich gegen weit überhöhte Mieten klagen können. Die sind es, Frau Ministerin, die jetzt die Zeche für ihre Fehlentscheidung, für ihre Fehlleistung zahlen müssen. Und das finde ich unverantwortlich. Anstatt den Mangel, nämlich die zeitgleiche Bekanntmachung der Begründung zur Verordnung vorzunehmen und die Mietbegrenzungsverordnung danach mit einer gebotenen Ruhe und in aller gebotenen Zeit zu korrigieren und zu verbessern,
machen Sie nun erst einmal nichts und kündigen eine neue Verordnung irgendwann einmal an. Sie lassen damit die Mieterinnen und Mieter weiter im Regen stehen. Bereits jetzt sind Fälle, wie aus Frankfurt-Rödelheim bekannt, in denen klagende Mieterinnen und Mieter unter Verweis des Urteils des Landgerichts eben nicht zu ihrem Recht kamen. Dies ist kein Handeln im Sinne der Menschen. Sie lassen sie schlichtweg im Stich. Auch der Verkauf des Frankfurter Polizeipräsidiums steht sinnbildlich für das Handeln der schwarz-grünen Landesregierung. Während Frau Ministerin Hinz bereits Ende November 2017 groß in der Presse den Leitfaden für die Vergabe von Grundstücken nach Konzeptqualität verkündet, wonach die Kommunen aufgefordert werden, ihre verfügbaren Grundstücke im Rahmen von Konzeptvergaben zu veräußern, verhandelt der Finanzminister bereits über den Verkauf von 15.000 Quadratmeter großen Grundstücks des ehemaligen Polizeipräsidiums. In der Presse, aber zu diesem Zeitpunkt verhandelte er auch, natürlich. In der Pressemitteilung des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums liest sich das so, ich zitiere, Konzeptvergaben senken Baulandpreise. Das Grundprinzip der Konzeptvergabe ist es, ein Grundstück nicht an den Meistbietenden zu verkaufen, sondern an den, der beste Nutzungskonzept vorlegt und umsetzen kann. Um mehr Grundstücke nach inhaltlichen Konzepten vergeben zu können, hat die von der Hessischen Landesregierung eingerichtete Allianz für Wohnen empfohlen, einen Leitfaden zur Vergabe von Grundstücken nach Konzepten zu erstellen, der heute der Öffentlichkeit vorgestellt wird, 28. November 2017. Spitzfindig könnte man jetzt sagen, das ist ja nur eine Empfehlung, und die richtet sich ja auch nur an die Kommunen. Die sollen dann ihre Grundstücke preiswerter vergeben. Das gilt doch nicht für das Land Hessen und unsere Grundstücksverkäufe, Herr Boddenberg. Ja, so könnte man spitzfindig in der Tat sagen. Wir halten das aber für unehrlich und unredlich, dass nach dieser Ankündigung das Land eben nicht als Vorbild vorangegangen ist, sondern die Filetstücke an Bauland auch noch meistbietend verhökert und damit der Verdrängung von Familien mit kleinen und mittleren Einkommen aus der Frankfurter Innenstadt auch noch Vorschub leistet. Da hilft es auch nicht, dass nach Aussage des Finanzministers Schäfer, hören Sie einmal zu, Herr Boddenberg, angeblich 40% des Geländes mit Wohnraum, davon ein Drittel für Sozialwohnung entstehen soll. Wer rechnen kann, Herr Boddenberg, merkt also, dass sich dahinter magere 13,3% des Geländes verbergen, auf denen Sozialwohnung entstehen soll. Der überwiegende Teil wird für Büros, ein Hotel und für hochpreisigen Wohnraum zur Verfügung stehen. Da hilft es auch nichts weiter, wenn auf Druck der Öffentlichkeit erst als Feigenblatt sozusagen ein Teil des Geldes angeblich für Sozialwohnungen in Randlagen oder außerhalb Frankfurts mitfinanziert werden soll. Kollege Schaus, Sie müssen bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wer also diese beiden Vorgänge gegenüberstellt, merkt, dass in Sachen preiswerter Wohnraum und dieser Landesregierung nichts außer Ankündigungspolitik zu erwarten ist. Auch der hessische Wohnungsmarkt braucht dringend einen Richtungswechsel für mehr bezahlbaren Wohnraum, für viel mehr Studierendenwohnungen und für ganz lange Bindungsfristen bei Sozialwohnungen. Das ist aber von Schwarz-Grün nicht zu erwarten. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wagner, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Kolleginnen und Kollegen der SPD und Herr Schaus eben haben kritisiert, dass seit den 90er-Jahren zu wenige Sozialwohnungen gebaut wurden, bezahlbare Wohnungen gebaut wurden. Das ist ausdrücklich richtig, meine Damen und Herren. Das ist ausdrücklich richtig. Was nicht richtig ist, ist, dass das eine hessische Sonderentwicklung war. Wir hatten in den 90er-Jahren und bis weit in die 2000er-Jahre eine Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, wo sich Stadtpolitik, Landespolitik, egal welche Partei an der Regierung war, aus dem öffentlich geförderten Wohnungsbau verabschiedet hat. Ich darf daran erinnern, dass es in Kiel ein SPD-Oberbürgermeister und eine Große Koalition war, die 11.000 Wohnungen verkauft hat in dieser Zeit. Ich darf daran erinnern, dass in Dresden
26.000 Wohnungen verkauft wurden, mit Zustimmung von CDU, FDP, teilweise der SPD, teilweise der LINKEN. Und damit wir es nicht parteipolitisch machen, ich darf daran erinnern, dass in Freiburg der vom Oberbürgermeister der GRÜNEN geplante Verkauf der städtischen Wohnungsgesellschaft erst durch einen Bürgerentscheid verhindert wurde. Ich darf daran erinnern, dass es SPD und LINKE in Berlin waren, SPD und LINKE, die damals noch PDS hieß, im Jahr 2004, die die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft verkauft haben. Ja, es gab eine Weichensetzung in der Politik parteiübergreifend, dass man den sozialen Wohnungsbau nicht mehr so wichtig genommen hat. Und darunter leiden wir bis heute, meine Damen und Herren. Darunter leiden wir bis heute. Und es ist eben keine hessische Sonderentwicklung, dass die Hälfte der Sozialwohnungen weggefallen ist in den letzten 20 Jahren. Das ist bundesweit so. Es ist leider bundesweit so, und zwar völlig unabhängig davon, wer die Landesregierung gestellt hat. Und warum ist das so, meine Damen und Herren? Weil sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den letzten Jahren dramatisch geändert hat. Ist man in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre noch davon ausgegangen, dass Bevölkerung sinkt, haben wir spätestens seit Anfang der 2010er Jahre eine steigende Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Wir haben einen massiven Druck in die Städte, weil Bürgerinnen und Bürger sagen, sie wollen in den Städten leben. Das ist eine neue Entwicklung, auf die wir Antworten geben müssen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir auf dem Wohnungsmarkt seit der Finanzkrise 2008 und seit der Niedrigzinspolitik und seit der Politik des losen und leichten Geldes einen massiven Spekulationsdruck haben, der preistreibend wirkt. Das alles sind neue Entwicklungen, aber es sind alles Entwicklungen, auf die diese Landesregierung seit 2014 reagiert und seit 2014 eine Antwort gibt, meine Damen und Herren. Worum geht es beim Wohnungsbau? Es geht erstens darum, dass Geld für geförderten Wohnungsbau zur Verfügung steht. Das ist in Hessen so. 1,7 Milliarden € für 20.000 Wohnungen für 60.000 Menschen. Kein Antrag auf Förderung einer sozial unterstützten Wohnung scheitert in Hessen am Geld. Kein einziger. Geld steht zur Verfügung, meine Damen und Herren. Zweitens. Wir brauchen Flächen. Wir brauchen Flächen. Wir müssen uns nicht so sehr damit beschäftigen, immer neue Flächen auszuweisen. Wir haben gerade im Rhein-Main-Ballungsgebiet eine Reihe von Flächen, die Bauland sein könnten. Und da müssen wir die Kommunen dabei unterstützen, dass sie diese Flächen tatsächlich entschließen. Und genau das ist die Idee hinter der Baulandoffensive, die diese Landesregierung auf den Weg gebracht hat, die Flächen, die es gibt, endlich nutzbar zu machen, damit auf diesen Flächen gebaut werden kann. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen. Ich nenne hier die Allianz für Wohnen. Ich nenne die Mietpreisbremse bei Bestandsmieten. Ich nenne die Mietpreisbremse bei Wiedervermietung. Ich nenne die Fehlbelegungsabgabe. Ich nenne die Überarbeitung der Hessischen Bauordnung. Auch hier haben wir gehandelt. Auch hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Und wir brauchen viertens, meine Damen und Herren, eine leistungsfähige Landeswohnungsbaugesellschaft. Ich sage ausdrücklich, wenn wir die nassauische Heimstätte nicht hätten, meine Damen und Herren, wir müssten sie erfinden. Wir müssten sie erfinden, meine Damen und Herren. 60.000 Wohnungen stellt diese landeseigene Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung mit einem Durchschnittsmietsatz von 5,71 €. Und selbst im besonders unter Wohnungsdruck stehenden Frankfurt beträgt der Durchschnittsmietsatz für die Wohnungen der nassauischen Heimstätte 6,64 €. Das ist eine verantwortliche Wohnungsbaupolitik in der Verantwortung des Landes mit unserer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, meine Damen und Herren. Jetzt deckeln wir die Miete bei dieser nassauischen Heimstätte für kleine und mittlere Einkommen. Das ist der richtige Weg. Wir begrenzen die Umlage der Modernisierungskosten in diesem landeseigenen Betrieb.
und wir sorgen dafür, dass die Nassauische Heimstätte 2.000 weitere Wohnungen in der Sozialbindung hält, weil wir handeln. Wir machen eine andere Wohnungsbaupolitik, als sie in den 90er Jahren gemacht wurde, weil sich die Herausforderungen geändert haben, meine Damen und Herren. Und fünftens brauchen wir das richtige Konzept beim Wohnungsbau. Und da ist die von einigen hier im Haus vertretene Politik, Wohnungsbaupolitik aus Glas, Beton und Stahl, wie das bei der Vorstellung des Landtagswahlprogramms der SPD hieß, oder das Bauen, 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 wie es heute hier geschildert wurde, von Herrn Schäfer-Gümbel und von Herrn Boddenberg gesagt wurde, ist eben nicht ein ausreichender Ansatz. Weil wenn man für eine Politik aus Glas, Beton und Stahl ist, dann verschwimmt der Blick auf zielgerichtete Lösungen. Ich will Ihnen das ausgerechnet am Polizeipräsidium Frankfurt nachweisen. Mit diesem Gesamtkonzept, das wir beim Verkauf des Polizeipräsidiums Frankfurt realisiert haben, stellen wir mehr Wohnraum zur Verfügung, halten wir mehr Wohnungen in der sozialen Bindung, entwickeln, haben wir mehr für die Entwicklung des Quartiers erreicht, als es in irgendeinem Konzept vorher vorgelegt wurde. Das, was wir da gemacht haben, schafft mehr Wohnraum als alle anderen Konzepte. Wenn man nur auf Bauen, Bauen, Bauen setzt und sich nicht anschaut, was wirklich hilft, dann redet man so über den Verkauf, wie das hier gemacht wurde. Wenn es einem darum geht, real die Wohnraumsituation von Menschen zu verbessern, dann macht man es so, wie diese Landesregierung es gemacht hat. Wir haben beim Polizeipräsidium Frankfurt alle Wünsche der Stadt Frankfurt erfüllt. Die Vorgaben der Stadt Frankfurt waren 40% Wohnraumfläche in der Geschossfläche, davon 30% geförderten Wohnungsbau. Das haben wir gemacht. Die Stadt Frankfurt wollte eine Kita errichten auf diesem Gelände. Das haben wir gemacht. Die Stadt Frankfurt wollte eine Turnhalle auf dem Gelände errichten. Das haben wir gemacht. Aber wir sind dabei nicht stehen geblieben. Durch den Verkauf haben wir jetzt die Möglichkeit, 60 Millionen € in einen Liegenschaftsfonds zu investieren. Und mit diesem Liegenschaftsfonds kaufen wir Grundstücke. Und auf diesen Grundstücken entstehen noch einmal 600 bis 850 Wohnungen. Nicht nur bauen, 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 sondern das Ganze auch noch mit Hirn machen und so, dass es tatsächlich etwas hilft, meine Damen und Herren. Aus den Verkaufserlösen können wir 530 Wohnungen in der Belegbindung halten, meine Damen und Herren. Das wäre alles nicht möglich gewesen, hätten wir die Entwicklung allein auf dieses Gebiet konzentriert. Und ich will auch einmal fragen, alle, die sagen, man hätte das nur auf diesem Gebiet machen sollen, wäre der Vorschlag gewesen, 100% sozial geförderten Wohnungsbau auf einem Gebiet, haben wir nicht unsere Lektionen aus den 70er Jahren gelernt, dass wir durchmischte Gebiete brauchen, dass es um den sozialen Zusammenhalt von Gebieten gehen muss? Haben wir das nicht gelernt? Wollen wir wieder zurückfallen in die Wohnungsbaupolitik der 70er Jahre? Glas, Beton und Stahl allein lösen nämlich nicht die Probleme. Es muss um bezahlbaren Wohnraum und um lebenswerten Wohnraum gehen. Und deshalb war es so wahnsinnig klug, die Verkaufserlöse aus dem Polizeipräsidium Frankfurt auch für ein Programm nachhaltiges Wohnumfeld zu nutzen. Meine Damen und Herren, wir haben gehandelt. Wir haben die Fehler vergangener Jahre in der Wohnungsbaupolitik, die bundesweit gemacht wurden, nicht fortgesetzt. Und wir haben das richtige Konzept, wie wir das weitermachen. Und das ist die entscheidende, Herr Wagner. Letzter Satz. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt Kräfte, die wollen auf Bauen, Bauen, Bauen setzen, ohne Sinn und Verstand. Die wollen die Fehler der Wohnungsbaupolitik der 70er Jahre wiederholen. Und wir stehen für eine Wohnungsbaupolitik, die bezahlbares Wohnen und ein lebenswertes Wohnumfeld im Blick hat. Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.